So, und da möchten wir Ihnen diesmal einen kleinen Hasenmann vorstellen. Er hat bisher noch keinen Namen, sitzt hier im Dresdner Tierheim. Ich würde ihn jetzt einfach mal Wuschel nennen. Ist ein kleines Löwenköpfchen, circa 5 Jahre alt, wurde einfach ausgesetzt und wartet jetzt hier im Tierheim auf eine neue Familie. Ist ein ganz süßer, ist mittlerweile auch kastriert. Das heißt, wenn Sie ein kleines Kaninchenmädchen zu Hause haben, können Sie den gerne dazu holen. Da kann nichts mehr passieren. Der kleine Wuschel hat ein klitzekleines Problem. Er hat eine Zahnfehlstellung. Das ist ziemlich oft bei Zwergkaninchen. Das heißt konkret, er muss alle 4 Wochen zum Tierarzt. Das kostet in etwa 8-9 Euro, ist also nicht so ein mega Ding. Man muss es sich halt einfach einrichten, weil sonst wachsen die Zähne so lang, dass er irgendwann nicht mehr fressen kann. Also die müssen alle 4 Wochen gekürzt werden. Aber wenn sie das machen, ist es ein ganz tolles Tier. Und guck mal, liebe Kinder, schaut mal. Ich finde, er sieht auch ein bisschen aus wie der Osterhase, oder? Also, das ist unser kleiner Wuschel, unser Tierheimtier des Monats, unser Notfällchen.